Die Washington Post berichtet, Donald Trump habe im Privaten gesagt, er könne den Ukraine-Krieg beenden, indem er die Ukraine dazu dränge, Teile ihres Gebiets aufzugeben. Unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner mit einer Einschätzung dazu. Hier in Moskau wird ein Artikel aus der Washington Post mit Interesse gelesen. Die amerikanischen Kollegen schreiben darüber, dass angeblich außenpolitische Berater von Donald Trump dazu raten, in Zukunft auf NATO-Osterweiterungen zu verzichten und es sogar für sinnvoll erachten, Kiew dazu zu drängen, Gebiete an Moskau abzutreten, um einen Frieden zu erreichen. Und ganz konkret soll es da um den Donbass und die Krim gehen. Man müsse, so heißt es in dem Artikel weiter, immer die geostrategischen Interessen der USA auf dem eurasischen Kontinent berücksichtigen und man müsse die Bedrohung, die von China ausgeht, immer im Auge haben und deswegen dürfe man Russland nicht weiter und noch stärker in die Arme der Chinesen treiben. Wie ich gesagt habe, denke ich, dass man im Kreml so etwas mit großem Interesse liest, aber zeitgleich oder zugleich dem Ganzen keine allzu große Bedeutung schenkt. Denn es ist ja noch überhaupt nicht klar, wie die Wahlen in den USA im November ausgehen werden. Und selbst wenn es Donald Trump schaffen sollte, wieder US-Präsident zu werden, ist absolut unklar, wie er sich am Ende des Tages dann in Bezug auf den Ukraine-Krieg positionieren würde und wie er agieren würde. Deswegen hier, denke ich, Skepsis. Wenn wir uns noch mal kurz angucken, was an der Front passiert, dann ist erwähnenswert, dass den Ukrainern wohl ein taktischer Erfolg gelungen ist, zumindest wenn man dem Telegram-Portal Ribar glauben darf. Es ist ihnen wohl gelungen, unweit von Donetsk die russischen Truppen aus der Kleinstadt Krasnogorowka zu vertreiben. Das ist ein taktischer Erfolg. An den meisten anderen Frontabschnitten jedoch ist Russland weiter auf dem Vormarsch und auch die Russen konnten da wohl in der vergangenen Woche einen Erfolg erzielen, wie sich jetzt herauskristallisiert hat. Sie haben wohl einen kleineren Durchbruch geschafft, westlich von Avdiivka Richtung Umanskoje und 3 Kilometer gut gemacht Richtung Westen. Und wenn man sich so einen Stellungskrieg anguckt, der in der Ukraine ja im Augenblick herrscht, ist 3 Kilometer gar nicht so wenig. Abschließend möchte ich sagen, dass sich all diese Gedankenspiele, die es da zu geben scheint, in Washington, in westeuropäischen Staaten, in Kiew und in Moskau, wie man diesen Krieg beenden könnte, noch in keinster Weise auf die Kämpfe an der Front auswirken. Sie gehen mit unverminderter Härte weiter. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.